Die Wohnhausanlage Potaksky-Gasse ist im Zuge des Sofortwohnbauprogramms der Stadt Wien zwischen 2017 und 2018 entstanden. Innerhalb von 9 Monaten ist das Projekt umgesetzt worden und es sind rund 100 geförderte Wohnungen gebaut worden. Die Besonderheit an der Potaksky-Gasse ist, dass 10 Jahre lang stehen wird. Also wir sprechen von temporären Bau. Das ist ja die Besonderheit des Sofortwohnbauprogrammes. Und diese stapelbaren Raumzellen sind von außen mit Holz verkleidet. Das heißt, wenn man weiter weg steht, dann sieht man diese Besonderheit grundsätzlich nicht. Es besteht aber immer wieder die Möglichkeit, auch einzelne Teile davon wegzunehmen und mindestens 2 weitere Male wieder aufzubauen an einem anderen Standort, wenn diese temporäre Möglichkeit dann erlischt.